Die Schwierigkeit des ganzen Lebens sind die Missverständnisse, die man selbst in sich aufwirft. Und dann sollte irgendwann einmal wissen, was Missverständnisse sind. Die Miss symbolisiert die Frau und die Frau symbolisiert in der weltweiten Logik, der metaphorischen Sprache, immer den Intellekt, das Wissen, das ja jetzt so übermächtig wird durch den Genderwahn. Man will intellektuelles Wissen intronisieren, darum sind diese Streitigkeiten von Einseitigkeiten, diese Rechthaberei, das ist Missverständnisse. Das ist, die Frau will nur Einseitigkeiten gelten lassen in der Symbolik und der Mann ist eigentlich jetzt die Liebe, das Allumfassende, das Gedenken, der Seger. Ich betone immer wieder, ich erkläre es dem, der jetzt, dieser Geist, der sich jetzt ganz, ganz bewusst dieses Selbstgespräch hört. Und da sind viele Selbstgespräche drin, die man abrufen kann, die jetzt alle gleichzeitig da sind. Das sind viele einzelne Dateien, die alle gleichzeitig sind. Das, was ich jetzt auch auf der Festplatte. Wir können tiefer gehen ins Internet und wir laden immer eins dieser Selbstgespräche in den Arbeitsspeicher. Das heißt, wenn die Datei im Arbeitsspeicher ist, du bist der Computer. Sind alle Bilder und alle Geräusche gleichzeitig da und jetzt spiegeln mir einzelne Facetten auf dem Bildschirm raus. Das ist diese Digitalisierung, weil jeder Moment, der ist, jedes Wort, das ich jetzt spreche, spreche ich jetzt. Und wie tief das Ganze geht, dass ich immer darauf hinweise, ich müsste jetzt eigentlich jedes dieser Selbstgespräche nochmal laufen lassen und dann nochmal in dem Selbstgespräch ein Selbstgespräch machen, um das genauer zu erklären. Und das will ich euch jetzt nochmal demonstrieren, euch Geistesfunken, der eigentlich nur einer ist. Die Mehrzahl entsteht in dem Moment, wo du dich mit einem ganz bestimmten Intellekt verwechselst, mit einem Charakter verwechselst. Das heißt, das ist dann der Mensch, der du zu sein glaubst, an den du denkst, wenn du an deinen Körper denkst, an dein Programm denkst, an dein Leben denkst. Das ist ein Programm. Dann personifizierst du dich durch diesen Gedanken. Aber der Denker ist was anderes wie ein Gedanke. Es ist ein ganz einfacher Satz. Der Denker ist was anderes wie ein Gedanke. Aber da dieser Denker jetzt in dem Moment auch ein Gedanke ist, wer denkt sich diesen Denker aus? Der Beter. Das ist unser Spiel. So, und jetzt schauen wir doch mal ganz kurz. Muss ich jetzt doch, ja. So, jetzt schauen wir uns das an. Das ist jetzt ganz neu. Da hängt jetzt dann wieder ein neues Update unten dran, das aufbauend ist. Und wir schauen mal gleich einmal rein. Jetzt müsst ihr das Bild haben. Nein. Nee. Ihr habt kein, habt ihr nicht jetzt euch? Wir haben uns. Uns und ja, dich gleich. Das ist das jetzt, Bild. Jetzt ist da. Das ist das Bild. Jetzt ist er weg. Ja. So, jetzt so. Habt ihr? Ja. Gut. Das sieht jetzt so aus, das ist immer diese Skype-Fassung, wo man ja das Rot-Blau ist, hier das Dunkle ist das Rote. Ihr kriegt das unmittelbar unter diesem Selbstgespräch dann bei dir in den Holofeeling-Updates ist es dann richtig gesetzt. Mhm. Da denken wir uns jetzt aus, das macht der Redo. Das schicke ich dem Redo. Das heißt, Update hier eine kurze Erklärung zu Ignaz Semmelweis Geflügelcholera aus dem Vor-IGN-Update. Dieses VOR, das vor dir ist, ist immer eine Seite. Ich spreche jetzt nur wieder an, denk an die Kamera Obscura. Du bist der Mittelpunkt, es befindet sich in dir, was du siehst, ohne dass es in dir drin ist. Das wäre nämlich genau die Nulllinie zwischen dem Wellenberg und dem Wellental. Das heißt, wenn du dir jetzt das vor, das ist unser Zeichen WAF. Und da springe ich jetzt da ganz kurz rein. Tausendfach erklärt, es sind elementare Grundlagen. Wenn ich drüber vor, hast du hier die Ausspracheregeln. Das steht jetzt hier WAF, hier unten, da steht WAF. Du wirst merken, wenn du all die hebräischen Schriften in der Umschrift da ja anschaust, das heißt auch manchmal Faf oder V. Und zwar wird es im Hebräischen ausgesprochen, das heißt einmal als ein W. Das nennen wir auch ein W. Und da siehst du jetzt, das sind eigentlich zwei V, die aneinander hängen. Das steht auf zwei Beinen, wo oben vier rausschauen. Da sagen wir mal ganz, ganz einfach, definitiv, die stabilisieren sich selber. Das V ist ein bistabiler Zustand. Wenn ich jetzt dieses V auf die Spitze stelle, kippt es zwangsläufig nach rechts oder nach links. Bistabil heißt, es sind zwei stabile, aber unabhängig voneinander zu existieren scheinende
Zustände, weil man die chronologisch auseinanderreißen. Du sagst ihm wieder, jetzt ist es hell oder jetzt ist es dunkel. Das wäre jetzt die eine oder die andere Seite von dem V. Du sagst zum Beispiel, jetzt atme ich ein und jetzt atme ich aus. Jetzt bin ich gesund und jetzt bin ich krank. Jetzt ist Frieden und jetzt ist Krieg. Aber es ist alles gleichzeitig. Das ist jetzt dieses W, wir spannen das doppelt auf. Schau das kleine Bild an, das ist es W. Das hier ist es V, entweder die Seite oder die Seite. Das ist das Prinzip der Dualität. Dass das zwei sind, die können sich gegenseitig stabilisieren. Und dann haben wir das O. Und das O ist, dass das zum Kreisen anfängt. Das wäre jetzt, wenn ich es immer so mache. Schau. Das ist jetzt, wenn wir das Plus und Minus nennen, das ist jetzt wohlgemerkt ein ausgedachter Mittelpunkt. Dann dreht sich das so. Und in dem Moment, wo das Plus weniger wird, wenn du das jetzt flächig anschaust, wird im selben Augenblick auch das Minus weniger. Jetzt haben wir wieder Null. In dem Moment, wo was auftaucht, wird auch was abgesenkt. Das ist das Prinzip, wo ich sage, in der Badewanne. Es kommt niemals der Wellenberg vor dem Wellental oder umgekehrt. Wenn ich in eine Nulllinie, in eine Badewanne ein Wasser in Bewegung setze, das, was über die Nulllinie herausgehoben wird, wird unten reduziert. Das ist die große Falle des chronologischen Denkens. Du wirst Menschen, die du dir ausdenkst, die nicht über Geist und Neugier verfügen, wirst du das niemals erklären können, weil das vergängliche Erscheinungen sind. Du musst der Erste sein, der das versteht. Und dann haben wir jetzt nächstes das U. Und das U, da denkst du dir, das schwingt jetzt. Das ist praktisch nur, es kommt. Das ist aber genau im Hintergrund, ist es dieses Prinzip. Da werden vier Phasen ausgetauscht vom Einheitskreis. Dann wird aus dem Einheitskreis, werden eben diese vier Phasen heraus generiert und das sind die vier oberen Enden hier in dem W. Das in der Weisheit, da haben wir eins. Das sind diese eins, wenn wir die jetzt aneinander stellen, haben wir vier Phasen, die genau das Plus, Minus in der Mitte, Plus, 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 Minus. Da hängt es zusammen. Jedes Zeichen ist extrem tiefgehend. So, um das einmal hier nochmal klar zu machen, unser Ziel war die Vorstellung und das schreiben wir jetzt ganz einfach WAF ER. Das ist OR. Unser 70 kann man die ganzen Vokale auch nehmen, wenn du siehst. Plus G. Und dann kriegst du jetzt und er erwacht, er erweckt etwas. Und weil das nämlich Erwachen, Erwecken heißt. Das ist nur dieses kleine Wort, das heißt vor. Und jetzt wichtig, dieses vor, ich rede nicht von einem chronologischen Vorher. Wenn du in einem Spiegel hineinlächelst, wird das Spiegelbild lächeln. Es ist aber nicht, dass du zuerst chronologisch lächelst und danach lächelt das Spiegelbild, sondern vorm Spiegel und Hinterspiegel ist gleichzeitig. Das ist ein hierarchisches Phänomen. Zu dem hier kommen wir gleich hier unten. Das ist ein göttliches Phänomen, dass du der Auslöser bist für Aktion, Reaktion basiert immer im Jetzt. Das wird was bistabil erweckt, dadurch ist diese Illusion von Schwingen da, was aber immer gleichzeitig ist und das passiert im göttlichen Geist. Das ist IG. Und das Ganze bringt dann augenblickliche Existenzen in dich. Das heißt, im vorigen Update, du kannst das vorige Update jetzt bloß denken. Und jetzt springe ich hier mal ganz kurz in das vorige Update, ist ein Selbstgespräch mit dabei. Ganz, wir hören nur ganz kurz rein. Halt, jetzt muss ich, habe ich einen Fehler gemacht. Den Fehler, der besteht darin, kleinen Moment, ich vergesse das immer mit der blöden Umschalterei. Ich muss nämlich den Ton mit aufnehmen, dass wir das laufen lassen können. So. Das ist sehr mühselig. Müssen wir dahin. So, jetzt. Es blitzt ein. Da müssen wir hin. War ich zu schnell? Flügelkolera, da gehen wir mal kurz rein. Der erste Impfstoff aus dem Labor gegen die Flügelkolera. Da müssen wir zuerst einmal, da ist eigentlich in dem Wort steckt schon die Lüge mit drin. Mhm. Wenn du aber meinst, es ist Zufall, es ist immer alles, was deine Wissenschaft macht, alles, was er mit ihrer kleingeistigen, eigentlich genau genommen geistlos nachgeäfften Wissen können. Sie können, wenn Sie mit Ihrer Logik was nicht anfangen fassen, dann ist es zwangsläufig Lüge und es stimmt nicht. Das wirst du von mir nie hören. Ich betone immer wieder, dass jeder Recht hat, aber nur ein ganz, ganz kleines bisschen und vom Heiligen Ganzen haben die nicht die geringste Ahnung.
Schon, es geht schon los bei dem Koll. Koll ist das Weltliche. So. Das Thema wird. Das war jetzt dieser kleine Auszug. Und jetzt schauen wir das uns mal etwas genauer an, nämlich den Namen Ignaz Semmelweis und seine Geflügelkollerer aus dem vorigen Update. Ich habe jetzt diese Stelle, habe ich genau eingespannt mit der Geflügel auf 26.22. Und da schauen wir jetzt hier ganz kurz hin. Du wirst jetzt merken, ein eigenartiges Wort. Die 26 ist ja Jahwe. Das ist das Hebräische. Du kannst jetzt, die Stelle kommt übrigens im Denach vor. Ihr werdet gerettet werden, ihr werdet Hilfe und Rettung erfahren. Aber nur, wenn ihr euch von mir helfen lasst. Und wer ist ich? Von Jahwe 26 und seinen 22 heiligen Hieroglyphen. Das Geheimnis der Vatersprache. Und das Hieros, die Hieroglyphos, das ist hier, heißt eigentlich Hieros, das H, die Quintessenz, existiert in dem griechischen Wort selber nicht. Das ist Hieros, heißt heilig, einem Gott geweiht, und du bist ein Gott für die Welt, die du dir ausdenkst. Die Welt, die du denkst, erschaffst du hier und jetzt in deinem Kopf, und die kann nicht anders sein. Und alle Menschen, die du dir denkst, existieren im Meer, in dem der immer ist. Nur in dem Augenblick, Beckenblick, wenn du an den Menschen denkst, und der wird dann genauso sein, wie du ihn dir ausdenkst. Zum Beispiel mit Schmerzen, wenn jetzt die Margot an den Beter denkt. Wobei der Beter selber keine Schmerzen hat. Du wirst merken, das ist eine Matrix. Ich erwähne das immer wieder. Schau, wenn du das liest, und jetzt sagen wir den Semmelweis, da gehe ich ja genauer drauf ein, über in den vorherigen Update, die bauen alle aufeinander auf. Hier etwas genauer. Die Genesis, der Geist ist E Quadrat. Das ist diese Energie, sage ich immer, in Einstein-Formel, die ständig in eine andere Form umgewandelt wird, ohne sich selber zu verändern, die 200 Gramm rote Gnede. Die Schöpfung ist etwas Aufgespanntes, das in dem er, in dem Erwachen, in dem Energiekopf, in dem Kopf des träumenden Geistes Beroshit erschaffen wird. Beroshit, inmitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde erschaffen. Und zwar genauso, wie du dir das ausdeckst. Die Erde als eine Scheibe, als eine Kugel, als eine Matrix, als eine Hohlkugel, je nachdem, was für ein Wissen du nachäffst, wo du meinst, das ist die einzige Wahrheit. Das IG ist relativ simpel und einfach. Das ist rot gelesen, einfach nur göttlicher Geist, Gott ist Geist oder intellektuelles Gehirn, der Verstand. Das sind diese zwei Seiten. Interessanterweise, wir haben einen Totalwert von 13 und einen äußeren Wert von 13. Und wir wissen, die 13 ist das hebräische Zahlenwert, das hebräische Wort für 1, für Liebe und für Heilung. Und natürlich noch auch Negativbegriffe für die blaue 13. Dann haben wir hier, dass er wurde von seinen arroganten Kollegen, der heißt ja Ignaz, Natz, schau mal, was das Natz ist, existieren. Das heißt, gelästert, schmälern, unerbietig behandeln, verwerfen. Was ist in der Geschichte, in der Märchengeschichte dieses Ignaz Semmelweis passiert? Er hat was entdeckt, wir nennen es einfach mal entdeckt, in etwas in den Sinn gekommen, Kindbettfieber. Und er hat festgestellt, das sind zwei Krankenhäuser in Wien, die wir uns jetzt natürlich ausdenken, das ist eine Märchengeschichte, wo zum damaligen Zeitpunkt unheimlich viele Kinder und Frauen an Kindbettfieber gestorben sind. Und er ließ einfach in seinem Krankenhaus, wo er gearbeitet hat, die Sterbezahlen waren in beiden Krankenhäusern bei Geburten gleich, ließ er den Arzt einfach die Hände vorher desinfizieren, und dann ist diese Kindbettfieberfärblichkeit brutal in den Keller gegangen. Und man muss sich vorstellen, in dieser Zeitgeschichte, alle etablierten Ärzte haben 15 bis 20 Jahre sich massiv gegen diesen Schwachsinn, das zu machen, gewehrt. Das erkläre ich ihm. Das ist eine Märchengeschichte, was sollt ihr das sagen? Das sagt ihr, dass alle offiziell etablierten Wissenschaftler und Ärzte sich jedes Mal massiv gegen vollkommen neues Wissen wehren. Das sind Wissensverhinderer. Das steckt da in der Sprache schon drin. Das ist kein Zufall. Du wirst merken, ich mache das noch viel, viel tiefgehender. Das ist jetzt, wir haben jetzt nur den Vornamen Ignaz. Und dann haben wir den Semmelweis. Und da haben wir jetzt erst einmal zwei Sachen. Das kann man rot machen. Das heißt, Bewusstsein ist dieses E-Quadrat. Das ist die Energie. Das ist Gott. Das ist Licht. Das sind diese vielen Symbolik in Rot gelesen, und wir können das blau machen. Und jetzt, da gibt es noch mehr Möglichkeiten, ich zeige dir das gleich. Wir haben zuerst einmal dieses SE, da können wir gleich hier reinspringen. Wir können das SE schreiben,
Da gibt es noch viel mehr Möglichkeiten. Wir machen zuerst mal dieses SE mit 60, 70. Dann bricht was in dir auf. Das heißt, zuerst einmal die Raumzeit, ein raumzeitlicher Augenblick. Das Rote ist aber die Bewusstsein. Das Bewusstsein ist die Quelle für jeden raumzeitlichen Augenblick. Es entspringt aus diesem Bewusstsein des träumenden Geistes in den träumenden Geist als Information hinein. Darum bricht etwas in dir auf. Das ist jetzt das, was zuerst einmal aufbricht, ist BR, das äußere Ich, wenn du an dich denkst. Darum ist das hier ein raumzeitlicher Augenblick, der bricht auf, aufbrechen, herausreißen. Reißen heißt in einen Spiegel hineinziehen. Weg nehmen, weiterziehen. Wir können das Ganze natürlich auch als eine Schöpfung, dieses raumzeitliche Schöpfung, das ist ja immer die zwei lautlosen Konsonanten, die sämtliche Vokale annehmen können. Da haben wir jetzt ein Bewusstsein, ist der Schöpfer für die Raumzeit, die du als Schöpfer, als Schöpfung anziehst. Passt hier ganz toll. Im Pyramidenwert haben wir hier übrigens in der Mitte 2, das ist das E-Quadrat. Und das ist das Plus 1, Minus 1. Das haben wir ganz abstrakt gelesen. Mhm. Wir können jetzt das sehen natürlich, weil mir das Shin ja auch ein Sinn ist. Das Doppel-S ist ja das Normale. Dieses Se und da ein He dazu machen. Jetzt kommst du zu dem Lamm. Das ist das Lamm, das heißt, diese Lichtschöpfung besteht aus zwei Facetten. Es ist nämlich Plus und Minus gleichzeitig. Das Hell und das Dunkel ist immer gleichzeitig da, wenn du dich erhebst in die Synthese. Tausendfach erklärt. Dann haben wir die logische Quintessenz. Das ist, die Quintessenz ist dann die 5 in der Mitte. Diese 5, die du hier im Spiegel hast, in der 9. Mhm. Wo ich sage, da haben wir jetzt diese 2. Halt, in dem griechischen Buchstaben, da haben wir jetzt die Wasser mit dem Wellenberg und Wellental. Das ist das O. Das ist übrigens interessant, hast du unten ein U, das hast du ja verbunden und oben da mal ein N, ein kleines N draufstellen, das ist die Existenz. Und dann hast du dieses Kreisnis in der Mitte des H, die Quintessenz. Bin ich drauf eingegangen. Mhm. Das ist das Edda ist der 8. Buchstabe, die Kollektion, die jetzt kleine Wellen aufschmeißt. Das sind erscheinende Schöpfungen, das heißt Wachraum. Wenn dir die Grundlagen fehlen, kommst du da natürlich nicht mit, aber das ist einmal wurscht. Wir bleiben jetzt, die Fettings haben die Grundlagen. Und jetzt kommen wir zu den Geflügeln. Wir reden ja von der Geflügelcholera. Da ist jetzt schon mal interessant, der Geist ist E-Quadrat. Wir können das natürlich blau lesen. Dieses GF, darum habe ich jetzt, da ist das erste Mal der rot gelesene Geist, der wirft jetzt eine Gehirnfacette auf und ist eine Lüge. GF sind die blauen Gehirnfacetten in deinem G. E-Quadrat wird den Gesichtsfeld. Das Gesichtsfeld ist das, wenn du auf deine Verabredung schaust, spannst du vor dir ein Gesichtsfeld auf, das ist eigentlich ein Halbbogen, das ist die Kamera Obscura. Diese Kamera Obscura, dass ich immer wieder diese Kleinigkeiten bringe, da haben wir zuerst einmal die Kammer, da denken wir jetzt natürlich an irgendwas, wo was drin ist, aber das heißt eigentlich das Gewölbe, das GE-Quadrat, der Geist ist E-Quadrat. E-Quadrat steht für J-C-H-I-C-H. Das bin ich und du. Und wir sind ein Geist. Und da wölbt sich jetzt was aus uns heraus und das ist eine geöffnete Ecke. Mhm. Darum mache ich immer die zwei Bilder. Schau bitte das kleine an. Da machst du jetzt einfach eine Ecke und damit machen wir eine Tiefe, die gar nicht existiert. Ich symbolisiere jetzt, da gehe ich in dem Buch die Mutation genauer drauf ein, dass ich das versuche. Und dies, ich nehme eine Ecke und ich strecke eine Ecke. Das ist das Spiel. Ich nehme eine Ecke, ich strecke die Ecke, dann kriege ich einen SD-Ecken, dann nehme ich, denke ich mir an den Ecken eine Seite, nehme die in der Mitte und mache daraus eine Ecke. Und dann wird der Stecken zu einem Bogen, das ist eine Wölbung. Die Geburt im Meer. Du musst jetzt bloß, im heißt das Meer, und dieses E mach mal E Quadrat. Des Zimmers. Das sind die zwei. Und das Spiel erkläre ich immer wieder, hast du es verstanden? Nein. Wenn du es wirklich verstanden hast, hast du keine Probleme mehr. Jetzt schauen wir uns das einmal an, pass auf, was jetzt hier passiert. Da ist das Welt sich aus deinem Gesichtsfeld. W-Oll, mit 70 gelesen. Das heißt doppelt aufgespannt. Oll heißt etwas hochgehoben, einfach nur hochheben und Joch. Das ist, da kriegst du jetzt schon. Und das ist dieses Gewölbte ist dein Gesichtsfeld. Jetzt muss man natürlich wissen, dass dieses Feld in Hebräischen schreibt sich Schade, eine logische Öffnung, die du wahrnimmst.
Und schau mal, das ist das hebräische Wort für Feld. Schaut selber wissen, ist der Dämon. Die Dämoninnen. Ein Gebiet. In mir ist ein Augenblick. Und das ist Hexe. Die Hexe verweise ich jetzt ganz, ganz kurz an auf das englische Wort Witch. Green Witch. Die Sache im Farbenspiel, wo ich sage, gelb, blau, grün. Die Farbmischungen. Das ist Physik. Da ist ein Riesenkomplex an Physik im Hintergrund. So. Und jetzt schauen wir uns diesen Flügel, wir sind ja beim Geflügel, schauen wir uns das Gaffer mal an, was da drin steht. Und du wirst jetzt merken, halt, das brauche ich eigentlich gar nicht, weil ich habe hier das unten extra nochmal reingestellt. Das, ein Flügel ist GF, GB. Das ist ein Gehirnwissen und es ist ein Geist, in dem sich die Weisheit befindet. Der Geist in der Weisheit ist alles. Das entspricht in der Physik das sogenannte weiße Licht, das in unendlich vielen Farben zerbricht. Und du hast dein Gehirnwissen. Jetzt wohlgemerkt, das ist ein Symbol. Dein Gehirn existiert nicht, wenn du nicht dran denkst und ich sage, was ist in deinem Gehirn eigentlich drin? Da sind keine Farben, da sind keine Geräusche drin. Es sind nur Symbole. Und dieses Gaff, Flügel, wir sind bei dem Geflügel, ist etwas Gewölbtes. Ich habe schon gesagt, die Facetten sind eine Lüge. Aber das ist auch hier, wenn man Waff, das schreibt sich dann übrigens, im Englischen spricht man das Gaff aus, das W ist ja auch U, das ist GUB. Da haben wir den Körper, den Leib und die Person. Und wir haben einen Rücken. Pyramidenwert 86. Ich habe jetzt das so hingemacht. Vorne wölbt sich das Blaue heraus und auf der Rückseite hast du UB. Das ist rechts und links. Links ist umgedreht. Siehst du, jetzt haben wir hier schon Hüben 3 und Drüben 3. Extern, Indern und das in der Mitte ist Eltern. Eltern, Danny, 3. Das ist die Trinität. Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist. Das wäre der Heilige Geist. Ja. Das ist die geistige Weisheit und das intellektuelle Verstandeswissen. Und das bedeutet eben Erflüge, wir sind beim Geflügel. Moment, 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 jetzt muss ich wieder, wo sind wir, den muss ich wegschalten. So. Das ist jetzt nur GF, Lüge L. GF sind die blauen Gehirnfacetten. GF, Gehirnfacetten. In einem gewölbten Gesichtsfeld und das macht deine Dämonin, der Dämon. Das ist hier dann Schade. Schad habe ich nur die zwei, die Schad im Sinn, die zwei Brüste, die auf dem Brustkorb sitzen. Das habe ich so gesagt, der Brustkorb. Chasa heißt auf Hebräisch auch im Geiste sehen. Und da sitzen jetzt die zwei weiblichen Brüste und das ist wie ein Joch, wenn du das Bild anschaust. Das ist die Symbolik. Jetzt haben wir das Wort Lüge. Da schauen wir kurz rein, da habe ich jetzt einfach hebräische Wörter für Lüge. Da haben wir zuerst einmal BD. Das heißt, das Abgetrennte. Alles, was du dir ausdenkst, ist was Abgetrenntes. Das sind wie, wenn du sagst, du bist der Baum, der Stamm, dann kriegst du Ast, die Schöpfung von raumzeitlichen Erscheinungen. Das Ganze ist Beall, in Gott ist Ken, wir wissen Ken, Fundament, F unter, die Welle, etwas überlegen und Lügen verbreiten. In Gott. Das Ganze ist eine Erfindung, das findest du in dir, wenn wir das rot machen. ER-Quadrat ist der Geist, der findet in sich immer wieder neue Gedanken. Du musst in dir graben, du musst in dir suchen. Und das Ganze ist auch dein Geschwätz. Und zwar das Geschwätz von Lügen, von Lügnern. Das Ganze spielt sich auf deiner Leinwand ab. Dein Kopfkino. Diese Lügen von Orakelpriestern. Das sind Propheten, sind Schwätzer, solange sie raumzeitig denken. Was angeblich in der Zukunft passieren wird. Jeder, der dir erklärt, was in der Zukunft passiert oder was in der Vergangenheit war, ist ein falscher Prophet. Das ist ein Schwätzer, weil er nicht verstanden hat, dass es bloß hier und jetzt gibt. Es ist jeder Gedanke, der in dir auftaucht, taucht hier und jetzt in dir auf. Und es ist definitiv, dass das jetzt gedacht wird. Es kann nur jetzt gedacht werden. Du kannst es gedanklich um dich herum in Raum und Zeit verstreuen. Darum sind es diese Wahrsager bestehen immer aus 2G, 2G, GAG, GG, 3,3 etwas Ausgedachtes, 3,30 eine Welle, die natürlich dann zu einer Haufe wird. Das ist das, wo ich jetzt immer wieder sage, dass das, wenn du oben was aufschmeißt, musst du es unten rausnehmen. Du kannst immer alles nur vom Arbeitsspeicher rausnehmen, wenn du das auf dem Bildschirm auftauchen lässt. Und das passiert jeden Moment, passiert es immer jetzt. Das wird hier genau erklärt. Das ist das erste Wort für Lüge.
Da steckt die Lüge mit drin. Dann haben wir das zweite Wort, das ist eine Unterform von dem BD. Da heißt es die Lüge von den Zeichen. Ort heißt Zeichen. Mhm. Das ist hier Betrug, Irreführung, wenn du die einseitig auslegst. Wir können mal schauen, was da die Maschinenübersetzung dazu ist. Eine Konfabulation, was passiert, wenn du was so übersetzt, das ist jetzt Hebräisch, wenn du was fabulierst. Die Fabeln sind Lügen, Irreführungen. Außer man versteht den metaphorischen Sinn, die Metaphern dahinter. Das ist jetzt hier die Erdichtung, die Märchen. Da könnte ich jetzt sagen, die polare Öffnung Gottes, weil Jahr heißt Gott. Die polaren Öffnungen Gottes sind Märchengeschichten. An der Lüge ankleben, gespiegeltes Wissen, Licht, dieses Wissenslicht. Andichten, anschmieren, behandeln. Jetzt wird es interessant. Kof Seb. Das heißt auch Lüge, Lügen. Da muss man wissen, dass diese Seb ist der Ausfluss. Die Gonorrhoe. Vorsilbe Kaff heißt wie? Ist es da unten wo mit drin? Mhm. Da, wie scheinbar fließend. Mhm. Ja. Meine Lüge, da hast du jetzt immer das Seb. Ich springe mal da ganz kurz rein. Haben wir ja hier. Das ist eine selektierte Polarität. Herausselektiert ist eine Gedankenwelt, das ist ein Gonorrhoeklanker, das ist der Ausfluss. Schau, eine selektierte Polarität ist eine ganz bestimmte Gedankenwelt. Die beginnt hier Leiden, Dahinsterben, Menstruation, Menstruo. Mens heißt Denken, aus dem Denken Menstruo, Truation. Fließen, Verschmachten, ein Eiderfluss. Ei ist ein Trümmerhaufen, wenn wir mit 70 schreiben. Das ist ein Trümmerhaufen in der Reihe. Das beginnt für dich illusionär anzufließen, immer zwischen den zwei Spiegeln. Da kommen wir dann zu dem Sub. Blau gelesen, interessant. Dieses Sub kommt auch fließen. Wallen, doppelt aufgespanntes Allen. Ausfließen lassen, einen Ausfluss. Das sind alles Lügen. Was du dir ausdenkst, sind Lügen. Solange du nicht weißt, dass es deshalb ist, weil du dir es denkst. Das ist das Verrückte dran. Und so weiter und so weiter. Da kann man sich ewig damit beschäftigen. Dann haben wir Koll. Das Wort Koll ist ganz einfach, das heißt, das ist einmal das Weltliche. Da haben wir natürlich dann das Schlamm, grundradiges Koll, da gehe ich ja drauf ein, der Flugsand. Wir sind einfach bei unseren Geflügeln. Das kann man natürlich rot und blau machen. Jetzt können wir mal schauen, was ist eigentlich, was für hebräische Wörter gibt es für Geflügel. Und für das Fliegen, für die Vögel, da haben wir schon wieder unser VO, bistabil erwecktes Kreisen, gell ist die Welle. Ja. Das ist dieses WAF-O, wenn wir das jetzt so machen, da mache ich immer den Augenblick drauf. Das ist zuerst einmal hier ein aufgespannter Augenblick, verbunden in der Quelle, das ist dieses Zack. Und dann haben wir noch gell. Dieser bistabile Augenblick ist Geld, das ist die Welle, Vogel. Das ist der Haufen, den du aufschmeißt. Merkst du das, der Klartext? Ich sage, wenn du die Vatersprache verstehst, brauchst du keine Wörterbücher, weil in dieser kurzen Symbolik ist die genaueste Beschreibung, die es überhaupt gibt. Wenn du diese Welle des Koll jetzt dir anschaust, als Geistloser, jeden Schinnwach, Schinn steht blau gelesen für die Logik, die du zum Denken machst, jeden Schwachsinn glaubender Mensch. Geil, die Welle ist die Schöpfung aufgespannter Polaritäten, es ist deine Beschwörung, alles, was du beschwörst, weise ich nicht immer darauf hin, dass es mir ein leichtes ist, dir zu beweisen, dass über 99% von den Sachen, die du bis dort als 100%ig sicher bewiesen angesehen hast, weil es dir logisch erschienen ist, dass das kein Mensch überprüfen könnte, nicht einmal, wenn er wollte. Du kannst nur Sachen überprüfen, die existieren, eine Grundvoraussetzung zu etwas. Um etwas überprüfen zu können, muss es ja in deinem Kopf als Information existieren. Wenn was nicht existiert, kannst du es auch nicht überprüfen. Du kannst nicht überprüfen, ob dein Körper existiert, wenn du nicht an ihn denkst. Und wie willst du überprüfen, ob du dich jetzt auf einer Erdkugel befindest? Zeig es mir. Oder auf einer Scheibe. Oder in einem Traum. Das ist schon wesentlich logischer. Weil dann kommt nämlich alles aus dir selber. Jeder Moment. Das heißt, solange du als geistloser, jeden Schwachsinn glaubender Mensch bin ich kein Homo sapiens, kein vernunftbegabter Mensch, rot gelesen. Das ist Geist. Geist von meinem Geist, das ist ein Adam, der ist vernunftbegabt, wenn er weiß, wer er ist. Sondern nur ein Homo mech
Arnicus. Arni ist das kleine blaue Ich. Schöpferische Existenz eines Intellekts. Kuss übrigens Becher Trinklos. Das heißt, ein geistlos agierender Menschenaffe, der verflucht durch die Wüste seiner kapitalistischen Traumwelt wird. Und in der er sich unbewusst selbst zum Sand zermalt. Es zerrinnt dir alles wie Sand zwischen den Fingern. Schönes Sprichwort, wenn ich weiß, dass der Sand das Weltliche ist. Und dieses Schwingen, der Sand ist der Rand, das Land, das Ufer, aufgespanntes Wissen, das erweckt wird. Aufgespannte Facetten, die erweckt werden, ist Ufer. Aber wir wissen, rot gelesen ist das UB erwacht. Dann wird UB zu R. Mit unserem E-Quadrat in der Mitte, wenn man es rot liest. Steckt alles da drin. Land, Sand, Rand. Schwapp, schwapp. Mit einem Bein steht er im Meer, beziehungsweise auf dem Meer, und mit dem anderen Bein steht er auf dem Land, und das symbolisiert der Sand. Wir haben natürlich dann auch noch das Kap, wo die Wellen zerbrechen. Und dann haben wir aber das rot gelesen, es ist der Phönix. Dieser Phönix, den nennt man im Ägyptischen Ben-U. Das ist sein Sohn, wenn wir das hebräisieren. Das war Masi, das bin ich, und ich behaupte, dass ich du bin. Der Wiedergeborene und der Neugeborene. Immer und immer wieder. Das war das Beispiel gerade hier, sage ich jetzt gezielt, bevor wir die Aufnahme eingeschaltet haben, mit dem Beter. Wenn du auf eine höhere Ebene kommst, wenn du das Leben durchschaust, wirst du nicht mehr an den denken, an den du jetzt denkst, wenn du an dich selbst denkst. Das Leben ist durchschaut. Das ist wie wenn du von der Bühne des Lebens heruntergehst und wieder der bist, der du immer bist, nämlich der Schauspieler, der nur für kurze Zeit, für sehr, sehr kurze Zeit, die ewig dauern können, die zwei Seiten, die Rolle gespielt hat, die du zurzeit spielst in deinem Traum, als Protagonist. Dieser Phönix ist ein mystischer Vogel, der in der Welt verbrennt. Ich könnte auch sagen, herumrennt. Da haben wir nämlich bistabil erweckte Polaritäten, fangen nämlich an, in dir zu rennen. Aber das löst sich alles auf. Wohin laufen sie denn? Von wo nach wo läufst du eigentlich, wenn du jetzt im Gedanken durch die Stadt gehst? Von wo nach wo läufst du, wenn du dasselbe mit einer Farbbrille machst? Darum ist diese kapitalistische Traumwelt ist eine Kollektion aufgespannten Wissens. Das sind diese Facetten, Face, Benim, Banim, sind Lichtschatten. Und jetzt haben wir ja die Cholera. Geflügel, Cholera. Schauen wir mal, was das RH ist. Das heißt ausgießen, ausleeren, entblößen, umgießen, umgießen und so weiter und so weiter. Das ist natürlich, dass man hier, das heißt auch ihre Haut, ihr Leder, Leder, auseinandergeschmissene, geöffnete Berechnung, die R ist die Generation. Und das sind die wahrgenommenen Zeichen, Haut hebraisiert. Das Ganze gießt du aus dir heraus und verstreust es um dich herum. Darum ist es übrigens dann auch eine Ejakulation. Das ist der Samenerguss. Wie war das nochmal? Wir sind Samenerzeuger, wir Männer. Samenspender. Wir sind keine Väter mehr, wir sind Samenspender. Was auszugießen, werfen wir Gedankenwellen auf und du bist der Atbashir 100. Das ist immer eine Affinität. Ich mache immer nur so, was dir ins Auge sticht. Man könnte es viel, viel genauer erklären. Also gut, und so weiter und so weiter. Ich, Geist, es Funken. Ich bin du, weiß, dass ich, Mensch, Körper, Brösel, nichts weiß. Jetzt ist natürlich interessant, dass das weiß, so wie ich das schreibe, heißt eigentlich schon Weib. Da springen wir jetzt nochmal, weil wir das tausendfach gemacht haben. Das hebräische Wort für dieses Weiß, ich weiß, erzeugt in dir Leben. Das ist natürlich jetzt interessant, dass ich jetzt das L als Vorsilbe im Hebräischen heißt zum, das heißt zum Sohn werden. Rot gelesen, das heißt das Licht an der polaren Existenz. Das ist dein physikalisches Licht, wo du dir denkst, dass Lichtwellen sind. Das Ganze ist dieses Weiß, die weiße Farbe. Immer dran denken, wir können Plus und Minus austauschen. Hast du etwas Weiß färben? Genau genommen geht es hier schlichtweg und einfach bloß um dieses Ich weiß. Du weißt gar nichts. Du bist ein geistloses Weib, solange du dich mit deinem Körper verwechselst, weil, wie gesagt, das Weib, das Wissen, das Blau ist Information, ist alles Existierende, ist etwas, was du weißt. Jeden Moment, der in dir auftaucht, ist das, was du wissen kannst.
Du kannst immer nur das Wissen haben, was du dir jetzt ausdenkst. Das wird aber mit dem nächsten Gedanken schon wieder zerstört. Aber all diese Facetten, wie ich das nenne, Puzzlestückchen, sind in der Datei eine große heilige Einheit in deinem Arbeitsspeicher. Diese Symbolik ist so unendlich simpel, wenn man die erkennt. Und jetzt schauen wir uns das kurz an. Es blitzt ein Tropfen Morgendau im ersten SDR, ist das Geheimnis. Ich strecke eine Ecke. Immer wieder diese Sachen, die ich absichtlich wiederhole, bis du neugierig drauf wirst. Das ist das einmal das GE-Quadrat, ist das He im Nis, heißt fliehen, das strömt aus dir heraus, das hinten, das Nis müssen wir blau machen. Geh heim. Geh doch endlich heim. Wo sollst du denn hingehen, wenn du immer hier und jetzt bist? Das ist das Versteck. Jetzt kommen wir in unsere Tetraederstruktur, unsere Spiegeltetraederstruktur, die nur aus Ecken besteht, wo du hineinschaust. Blau gelesen heißt es im Widerspruch stehen, doppelt aufgespanntes Idee. Idee wiederum, wieder SBR Ruch. Ruch sind die vier Weltgegenden. Das ist unsere Tetraederspiegelstruktur. Und du tust dir das Ganze widerlegen, das heißt doppelt aufgespannt Idee, und Idee ist das sogenannte J. Halt, Entschuldigung, verkehrt gedrückt, den wollte ich. So, und das ist das Hebräische, was hast du mal für die Hand? Und da haben wir jetzt die Quintessenz, und AND heißt, ich werde auf- und abschwingen. Der Quintessenz Schöpfer und die existierende Öffnung. Und dann kriegst du plötzlich hier ein Denken, DNKF heißt, dein Urteil von Gott. Dein eigenes Urteil von Gott, im All. Das ist jetzt hier nicht drin, weil dieses DN ist das Urteil und das KF am Ende im Hebräischen heißt dein. Sind wir tausendfach drauf eingegangen. Also hier, ich nehme im ersten Geheimnis, im ersten ist ein Geheimnis und aus dem kommt ein Strahl. Das ist das widerlegte AHL, die Schöpfung von wahrgenommenem Licht. Das führt dich übrigens zum hebräischen Wort Zelt. Interessant, Gott und eine kreisende Wahrnehmung. Das E musst du als He lesen. Und jetzt hast du Zelt, und unser Zelt ist ja ganz interessant, dass hier auch die Zahl steckt da mit drin, kannst du in Ruhe anlesen, ich will jetzt da nicht überall reinlesen, wobei das Zelt, sagst du mal, hier mit einem Zell, konsonant gelesen, mit dem Schatten beginnt, das sind die Schattenwürfe. Diese Schatten, drum, wieso ist das auch in der Dora eine junge Schlange? Das ist deine Fundament, die Lügen, die du hier, die Gedankenwelt, die du um dich herum in Raum und Zeit verstreust, physikalisch longitudinal betrachtet. Das ist sogenannte horizontales Denken, ist chronologisches Denken. Denk wieder an unsere Achsen, wo ich sage, du musst es zuerst in die Anoki, in die Transversalachse drehen, in die Vertikale drehen. Dass die immer gleichzeitig im Jetzt auf- und abtauchen und nicht irgendwie von der Vergangenheit in die Zukunft oder von A nach B laufen. Das ist longitudinales, horizontales Denken. Das ist geistlos. Das sind die Ausgeburten von Licht, natürlich physikalischen Licht, diese Vorstellung. Und in dieser Radix wirst du dann feststellen, hast du auch das Kreuz, ein Kreuzbeinriss zum Beispiel. Das sind die Schattenzeiten, die beschatteten Flächen sind nicht die Quelle, das Licht ist das Zentrum. Okay, also, es blitzt ein Tropfen Morgendau im ersten Strahl des Sonnenlichtes, das bin ich und du. Ein Da kann alles für mich sein und ein Ja, das hebräische Wort Shin und He heißt auch schlafen, wiederholen und etwas lernen, ein Jahrhundert. Aber genau genommen ist alles nichts. Wer gab mir Geistesfunken, das GE-Quadrat fühl dafür? Geöffnete Schöpfung ist für, das ist pur. Ich weiß nur, dass ich Brösel vieles weiß und gar nichts weiß. Ja. Das ist der Wert 166, ist Amnesie, Gedächtnis, Schwund. Na, schauen wir mal. Wir lassen das einmal bei 166 laufen. Es blitzt ein Tropfen Morgentau. Im ersten Strahl des Sonnenlichts. Übrigens, Peter,
du weißt, ich habe das genau in dem Moment reingestellt, dazu geschrieben, jetzt als Udo, während du mich angerufen hast, und dann habe ich gesagt, warte noch einen Moment, ich rufe euch zurück, ich mache das Update noch gar fertig. Oh ja. Was ist dein Gesicht, dein Panim, dein Penim? Dein Innerstes oder das, was du dir ausdenkst? Wie oft gehen wir auf dieses kleine Panim Pen? Ist das da mal eine Ecke, ein Aspekt, Aspegulum? Benny hast in der Regel, wird es meistens übersetzt als Oberfläche. Mhm. Auf der Oberfläche von. Es sind deine Gedankenwellen. Und wenn man dann das Meer hin dann drängt, das hast dann ihre Oberflächen. Das ist dann je nachdem, wenn wir es Panim aussprechen, heißt das G-Sicht, die geistige Sicht. Und wenn wir es Penim aussprechen, heißt es das Innere. Aber es ist auch dein Sinn mit zwei Händen, nicht nur gesund sein wollen, nicht nur glücklich sein wollen oder reich sein wollen. Der Sinn besteht aus zwei Händen, die 50-50 sind nämlich die 100. Und das passiert immer in deinem Innern. Das ist GE-Quadrat, ist eine raumzeitliche Ich-Spiegelung. Das ist die Reihe, die du, diese vielen Facetten, die du aus dir rausholst. Das sind alles der Schöpfer und seine SB, das raumzeitliche Wissen in lauter Ecken. Das ist das Spiel, das wir miteinander spielen, bis in alle Ewigkeit. Zumindest, wenn du das durchschaut hast. Und jetzt haben wir hier dieses Für nochmal. Das ist dein Los. Und alles, was du ziehst, ziehst du dir mit deiner Logik aus dir selbst heraus. Das ist der Zufall. Das hast du aber dann auch hier ein Zerbrechen, ein Zerbersten in dir. Du gehst kaputt, Peter. Du gehst an deinem Glauben kaputt. An dem falschen Glauben, an dem Materialismus, an dem religiösen Glauben, egal an dem esoterischen Glauben. Das, was ich dir mit Holofeeling erzähle, ist weder ein religiöses noch ein esoterisches und schon gar kein vollkommen geistlos nachgeäfftes naturwissenschaftliches Geschwätz. Wir reden von dem, was hier und jetzt hundertprozentig sicher ist und was du sofort überprüfen kannst in den Elementaraussagen. Totalwert 286, das heißt 200 ist der Kopf, Frosch, der Kopf von der 86 von Ubi. Du befindest dich in meinem Kopf. Und der äußere Wert ist schlichtweg und einfach die Berechnung, Ratio, vom aufgespannten Wissen. So. Wo wollte ich denn hin? Zum Peter. Wunder über Wunder. Wunder über Wunder. Das war jetzt im Hintergrund, was gelaufen ist, auch im Jetzt bloß in einem anderen Bild. Du bist die Erstgeburt. Die Schwierigkeit ist jetzt, um jetzt hier den Brösel, der sich diese Brösel ausdenkt, dran denken, Peter hat keine Schmerzen, Gedanken erleben nichts, das erkläre ich dir. Ursache, jetzt mache ich raumzeitliche Brösel-Sachen, dass mein Peter zurzeit extrem leidet, extreme Schmerzen hat und wer noch mehr leidet, ist die Margot. Und die wissen sich nicht mehr zu helfen. Und ich sage, Margot, wenn du geprüft wirst, du Geist, wenn du das Margot-Programm laufen hast, muss dir klar sein, dass ein ausgedachter Peter keine Schmerzen hat. Wie oft erkläre ich die Sache mit den Sympathie? Hör auf, mit irgendeinem Gedanken mitzuleiden, der Gedanke als Ding an sich leidet nicht. Egal, ob du jetzt an deinen Lebenspartner denkst oder an deinen eigenen Körper denkst. Dein Zorn hat keine Schmerzen. Das sind so ganz einfache Sätze. Was ist in dir drin, dass du das nicht wahrhaben willst? Auch die Verlustangst. Du kommst, du musst den Säuglingskörper muss ich komplett auflösen, dass du ein Schulkind wirst. Das ist so simpel und du widersprichst all dem, wenn du glaubst, du hättest was verstanden. Das ist der Zweite in dir. Die Logik ist so unendlich mächtig. Und was ist die Quelle? Ich will ja, dass der nicht leidet. Ich will ja, dass ich keine Schmerzen habe. Wenn es dein eigener Körper ist, an den du denkst, der als Ding an sich keine Schmerzen hat. Du willst gesund sein. Dadurch entheiligst du dich. Das ist ein Satz, den ich tausende Male wiederhole. Du willst nämlich eine Einseitigkeit, obwohl du doch alles hast. Du hast auch das Hans-Beispiel nicht verstanden. Wieso willst du bloß eine Seite besitzen, eine Wahrheit glauben, wenn du alles glauben kannst? Weißt du, wie leicht das Leben wird, wenn du welche beobachtest, die drum streiten, ob der Henkel an der Tasse rechts oder links ist und du schmunzelst bloß, weil du im tiefsten Innern weißt, dass jeder recht hat und du all diese Meinungen akzeptierst, als richtig akzeptierst. Und dass der Ärger und das Leid in diesen Menschen, wenn du an einer Einseitigkeit festhältst, schon die Tatsache, dass du mit einem um irgendwas streitest, der in dir auftaucht, als Brösel und der Brösel jetzt ausgedacht, dass das Unwohlsein erzeugt.
Das Unwohlsein ist schlichtweg und einfach, weil du an deiner Einseitigkeit festhältst. Was du meinst, das ist Sicherheit. Ich kann nicht oft genug darauf hinweisen, jeglicher Gedanke an irgendetwas, das du dir jetzt denkst, das jetzt in dir existiert, von dem du davon ausgehst, dass das in irgendeiner Form Sicherheit für dich wäre. Existenzen sind vergänglich, die sind schon wieder weg, wenn du sie nicht denkst. Wenn du jetzt zum Beispiel einen kapitalistischen Besitz heißt, ein todbringendes Verbrechen, du spuckst Gott ins Gesicht, wenn du meinst, das ist Sicherheit, dein Bankkonto ist Sicherheit. Ein ausgedachter Gott, den du anbetest, zum Beispiel an Jesus, der an einem Kreuz hängt, das du dir ausdenkst, wenn du meinst, der ist Sicherheit, der lächelt, schmunzelt über dich, Deppen, glaub es mir. Und der sagt zu dir, mach endlich einmal deine geistigen Töppen auf, mach deine Augen auf, deine Becken auf und schau, was jetzt da ist. Cut! Was ist jetzt da? Geräusche eines Lautsprechers und zwei Pixelmännchen. Meinst du, dass das Pixelmännchen leidet, dass der Peter leidet, wenn ich dir das jetzt erzähle? Glaubst du das? Kannst du es überprüfen? Nee. Kann der Pixelmännchen leiden? Jetzt können wir es machen. Gut, der Peter, der Mensch Peter, der Körper, was ist der? Es ist rein ein Gedanke jetzt, den du dir aufgrund dieses Pixelmännchen denkst. Du kannst jetzt sagen, ja, ist ja klar, dass das Pixelmännchen nicht leidet, aber da ist ja der Peter aus. Außen ist gar nichts, du brichst das zweite Gebot. Zum Peter sage ich jetzt, du brichst das erste Gebot, Peter. Du bist Peter. Das ist natürlich immer wieder die Sache. Das ist dieses Spiel, baut sich letzten Endes ganz schlichtweg und einfach auf einer Sache. Das ist so einfach. Du bist der Beginn von allem, wenn du ein Beter bist. Er öffnet eine Öffnung. Ein Kreisen mit zwei Bündchen noch drüber, das aus zwei Facetten besteht. Und das ist die Existenz, eine aufgespannte Existenz deines Gehirns. Wir können das Gehirn natürlich auch rot machen. Dann hast du das Nun und alles, was nun ist, ist jetzt. Stimmt oder stimmt? Diese zwei Facetten sind die zwei NNs, die aufgespannt werden. Stimmt oder stimmt? Aber das, was nun ist, muss absterben, degenerieren. DE ist das Wissen, das in dir generiert wird, aber das von Augenblick zu Augenblick aufblüht, sind raumzeitlich gespiegelt erweckte polare Existenzen und abstirbt. Dadurch wirst du Entartungen verursachen in Bezug auf die geistigen Orden. Die geistigen Orden sind das, was wir in Garn nennen. Das ist der Geistsein. Ein Geist, wenn du bist, bist du ein eingefriedetes Gelände, eine Einfriedung. Einfrieden ist das Eden mit drin. Das ist der Garten Eden, wo ein Baum steht in der Mitte und ein Baum von Gut und Böse. Dieser Baum von Tov V'ra, von Gut und Böse im Spiegel. Schau, das ist unser T. Denk an das T wieder, der 9. Denk mit den kleinen Quintessenz in der Mitte, mit der Nulllinie. Den hier. Der Spiegel in der Mitte ist die Quintessenz, nur eine andere Darstellung. Halt. Wo war man? Benni, wo habe ich jetzt das angelegt? Jetzt bin ich ganz durcheinander. Bei Garten? Garten, Garn. Den Garten, Garn, weil ich habe ich doch gerade in Garn, habe ich den neu aufgemacht, irgendwo da hinten. Ja. Da bin ich gewesen, das habe ich da hinten eingestellt, muss die mal wegmachen, das ist mal alles zu viel. Da komme ich nicht mehr mit. Siehst du das gut? Das ist der Garten, das ist erst einmal hier dieses, der Spiegel, der Rei jetzt als Symbol. Ich wechsle immer nur Perspektiven. Wenn ich sage Rei, heißt der Spiegel. Ich sage die 9, die rote 9 ist ein Spiegel. Und da mal Spiegelungen, die auftauchen und das ist außen, das ist außerhalb Polar, das sind die Gedankenwellen. Das ist heißt einfach schlichtweg und einfach gespiegelt aufgespannte Polarität. Das ist das hebräische Wort für gut. Und Vera, das schreibt sich des Waffis und ja. Ein berechneter Augenblick.
Und was ist der berechnete Augenblick? Das ist erst einmal ein anderer. Das ist deine aufblühende Sicht ab. Aus eins wird zwei, Wellenberg und Wellendal. Und das ist, ich werde hin und her schwingen. Und das ist RR, sind ein Plus erweckt und ein Minus erweckt. Und das ist das Böse. Die Bosheit, die Schlechtigkeit. Dein logisches Licht, Shin-El, erscheint dir vollkommen echt. Wie buchstabiert und fehlerhaft ausgelegt. Ja. Ein Dichten und Trachten, ein Übel, ein Unglück, heißt aber auch Freund. Genau. Das sind nämlich deine Gedanken. Deine Gedanken sind an und für sich deine Freunde und du hast Angst davor. Jeder Gedanke, den du denkst, sage Danke. So einfach ist es. Sage Danke für jeden neuen Gedanken. Und wenn dir unlogisch und böse erscheint, zum Beispiel Schmerz, willst du ihn nicht mehr haben. Und ich sage, das ist eigentlich die große Problematik, dieses Dovvera, der Baum von Gut und Böse. Du musst vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse Plus und Minus essen. Liebe Feddings, wie oft habe ich zu euch definitiv schon gesagt, wenn du eine Seite weglässt, denk dir einfach eine Batterie. Du brauchst Plus und Minus, dass das Licht leuchtet. Wenn du vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse isst, wenn du von der Batterie Plus und Minus benutzt, dann geht dir ein Licht auf. Und wenn du den Minuspol bekämpfst, lebst du ewig in der Finsternis. Ob das jetzt der Minuspol Krankheiten sind oder irgendetwas, was du nicht haben willst, allen voran die Meinungen anderer, die ja vollkommen verkehrt liegen. Das sind genau die Kehrseiten, die du zu deinem eiligen Heiligungsprozess benötigst. Du entheiligst dich mit jeder einseitigen Vorstellung von Glauben. Und das kann ich nur dem Geist erzählen, der sich jetzt dieses Gespräch anhört. Es wird niemals irgendein Mensch, den du dir ausdenkst, verstehen. Nicht einmal der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Und alles, was in dir auftaucht, hat einen Sinn, einen tiefen symbolischen Sinn. Machen wir jetzt ganz kurz nochmal. Für dich, ich, Brösel, persönlich gilt. Aber jetzt habe ich mir den Donut eingeschaltet, ich lasse es weg. Klick einfach drauf, wenn du das Update anschaust. Ja. Das gilt für dich. Mhm. So, vielleicht komme ich da irgendwann nochmal mit den Hin- und Herschalten. So, Margot, wie viel hast du jetzt, du Geist, wenn du das Margot-Programm laufen hast, wie viel hast du vom Wesentlichen verstanden? Und ich habe jetzt das Musterbeispiel gebracht, du leidest aufgrund deines Wertesystems mit den Bädern, mit denen du über alles liebst. Was vollkommen okay ist, aber es macht keinen Sinn, dass du mit ihm sympathisierst, mitleidest, weil der Gedanke Peter in deinem Traum keinen Schmerzen hat. Du vermehrst das Leid in dir durch das Mitleid. Wenn du Geistesfunk der Peter bist, hast du extreme körperliche Schmerzen. Das ist dein Kreuzigungsweg. Und du bist hin und her gerissen, du willst die nicht haben. Das ist das, was ich sage. Dir stehen auf die Paare zu Berge. Wenn du eine Diskussion beobachtest, beobachte, du Geist musst in dir beobachten, deine Informationen, wie du mit einer Seite sympathisierst, jetzt positiv gelesen, weil du drückst ja mit Sympathie, mit Mitleid eigentlich aus, dass du das gut findest. Merkst du, das ist die Entheiligung des Wortes Sympathie. Mhm. Das heißt Mitleid. Jetzt sage ich natürlich immer wieder das Leid selber. Ich kann ja Idee lesen, dann hast du es eine auseinandergeschmissene intellektuelle Öffnung. Ja. Cut! Die ist einfach gut. Ihr solltet erst einmal klar werden, dass wenn ich in Hunderten von Selbstgesprächen sage, wenn du dir einen Film anschaust, es gibt keinen guten und keinen schlechten Film. Qualitäten entstehen durch das zwanghafte, einseitige Wertesystem des Beobachters. Mhm. Wir sind wieder jede Kritik, sprich jede Bewertung, die irgendjemand in deinem Traum äußert. Dazu zählst auch du, wenn du an dich selbst denkst. Sagt nicht das Geringste aus über das, was kritisiert, bewertet wird, sondern es sagt alles über die Unvollkommenheit, über die Einseitigkeit des Wertesystems aus, der bewertet. Du kannst jetzt Holofeeling bewerten und sagen, das ist absoluter Scheiß. Dann ist es für dich so, weil du eine klare, einseitige Vorstellung hast. Du hörst aber damit zu, dass ich sage, bei Holofeeling gibt es das nicht. Mhm. Es gibt bei Holofeeling kein Richtig und kein Verkehrt und kein Gut und Böse. Bei Holofeeling geht es erst einmal, was ist jetzt da? Es geht um die Fähigkeit, absolut bewusst zu schauen, was jetzt da ist. Und dazu gehören übrigens auch die einseitigen Wertungen deines Egos.
Du kannst die beobachten, wie dein Ego dich ständig in Einseitigkeiten zwingt. Ich will ja, dass meinem Peter gut geht. Ich will ja, dass ich keine Schmerzen mehr habe. Ich will ja glücklich sein. Ich will reich sein. Ich will, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Was sind Wünsche? Wünsche sind Gedanken, die hier und jetzt in dir auftauchen. Von denen du denkst dir jetzt was. Was ist jetzt da? Irgendwas. Ich möchte gerne einen Porsche. Ich möchte gesund sein. Wo du glaubst, dass das jetzt du da noch nicht hast. Und ich sage, jeder Wunsch, der in dir auftaucht, ist eine riesengroße Falle. Es ist nämlich die Falle, dass du dir was ausdenkst, was du besessen hast, mit dem du eins warst, bevor du dir das ausgedacht hast. Und ich betone nochmal, in deinem Traum erfülle ich Gott nicht deine Wünsche. Ich erfülle dir schonungslos das, was du glaubst. Und der Gedanke an etwas, was du angeblich noch nicht besitzt, das Gegenteil davon ist eben der Glaube, dass du das nicht besitzt. Du glaubst nicht, dass du gesund bist. Ich sehe doch, dass ich krank bin. Ich spüre es doch. Jetzt frag dich, hast du dich schon mal gefragt, warum? Ja, eben. Du bist deshalb krank, weil du gesund sein willst. Und das ist eine Entheiligung. Wieso willst du nicht heil sein? Peter, wir springen nochmal hier fast 14, 15 Jahre. Wie lange ist es her, Margot? 14 Jahre? Ja, genau. Für Insider eine Geschichte auf der Ebene. Ich werde zum 60. Geburtstag von der Margot werde ich eingeladen mit meiner Marion, ob wir nicht miteinander Urlaub machen nach Mauritius. Da ist im Bäder schon sehr dreckig gegangen, aber das war vor diesem riesen Chaos. Und dann mussten wir hier ungefähr 300 Meter laufen zum Speisesaal in dem Hotel. Und da konntest du fast nicht laufen vor lauter Schmerzen. Und da war das große Thema, lasse ich mich operieren oder lasse ich mich nicht operieren. Und dann habe ich damals eins zu euch gesagt, in dieser lehrreichen als Brösel und der Brösel. Du lächelst jetzt. Peter, ich frage mich, du wünschst dir, dass du wieder laufen kannst, ohne Schmerzen. Wenn du dir was wünschst, warum bist du so bescheiden? Warum wünschst du dir nicht gleich fliegen zu können? Ja. Du kannst dich erinnern. Ja, klar. Ich war aber nicht dran, ist eine Odyssee losgegangen, nachdem du zu den Krankheitenerfinder gegangen bist, zu den Ärzten. Ja, danach wurde es Stück für Stück. Und jetzt ist die große Problematik, es ist auf deinem Film, das ist ein Lernprozess. Das ist, weil du logisch reagierst. Es ist ein abgeschlossenes, immer wieder, du hast das Leben zu durchschauen und du hast zu lernen. Und das sind viele Sachen, den Sprung, und da hole ich jetzt etwas ein mit dem, ich erwähne immer wieder bei meinen Selbstgesprächen zwei Märchenfigurenbärchen, nämlich meine Donis und meine Fettings. Die kommen so oft vor, weil das ein Muster, beide sind Musterbeispiele für, ich sag mal, göttliche Ehe. Von klein auf, das sind zwei Ehepaare, die wir uns jetzt aufgrund von Worten ausdenken, die eigentlich auch ihren Kindern immer eine absolute Harmonie und Liebe vorgespielt haben. Ohne groß extreme Ausnahme-Ehen. Und jetzt mache ich den Sprung hier mit dem Doni und mit Helene. Da gibt es eigene Selbstgespräche drüber, wie es dem Doni so dreckig gegangen ist. Und der hat eisern von vornherein gesagt, der wird alles machen, bloß nicht zu Ärzten gehen. Und dann haben wir unser Problem mit der Helene. Wenn die euch jetzt mit der Helene austauscht, die geht ganz anders damit rum. Es ist nochmal ein Unterschied, ob es dann wirklich ums Sterben geht. Und ich kann immer nur sagen, du bist ewiger Geist. Du Geist, der du dir das jetzt ausdenkst aufgrund von Worten, inwieweit bist du noch gebunden an der Vorstellung, oder ich drücke es anders aus, inwieweit bringst du noch das erste und das zweite Gebot? Ja. Es ist wertvoller, wie alles Geld. Ich erinnere aus den apokryphen Schriften das Buch der Weisheit. Ich wurde wie jeder Trockennasenaffe durch eine Frau, durch eine Matrix, durch eine Gebärmutter in die Welt geschmissen. Jetzt musst du wissen, dass dieses Rechem im, die Barmherzigkeit, was die Gebärmutter, die Matrix ist, ist auch das Erbarmen. Es ist eine Gnade, was ich mit dir mache, dich leben zu lassen. Ein Widerspruch zu dem esoterischen Geschwätz. Wir meditieren uns in die Stille und in dem Moment, wo wir aufhören zu denken, haben wir keine Probleme mehr. Das ist vollkommen richtig, aber es ist ja todlangweilig. Ich gehe da drauf ein, dieses in die Stille meditieren. Wer will denn das? Meine kleine Geschichte mit dem Buddha, das sind alle, die ganzen Religionen haben alle Facetten. Der Mönch, der da sitzt, und da komme ich als kleiner alter Mann, und der sitzt so da in einer riesen Arroganz in seinem Schneidersitz
und er meditiert sich in die Stille. Ich erzähle nochmal diese kleine Geschichte. Und dann nehme ich hier vom Kloster so zwei so Steine und dann schraube ich mit den Steinen neben ihn so. Und irgendwann stört ihn das beim Meditieren. Seine Stille, es stört seine Stille. Und dann macht er die Augen auf und schaut mich so an und sagt, du alter Narr, was machst du da? Und dann sag ich, ja, ich reibe jetzt die zwei Steine aneinander und ich war aus dem einen Stein einen Spiegel schleifen. Und dann sitzt der so arrogant und sagt, du alter Narr, da kannst du so viel schleifen, wie du willst, aus dem Stein, aus dem Ziegel, heißt es in der Originalgeschichte. Ziegel wird niemals ein Spiegel werden. Und ich lächle zu ihm und ich sage, und du kannst so lange sitzen und meditieren, wie du willst, aus dir wird niemals ein Buddha werden. Ein heiliger Geist kannst du nicht werden, der bist du schon. Aber der will was erleben. Und in der Mutation sage ich, dass also hier dieses Ziel, das du erreichst, diese Stille, diesen ewigen Frieden, wirst du dich zu Tode langweilen. Wenn du ewiger Geist bist, wirst du dich in der Ewigkeit zu Tode langweilen. Ich biete dir die Möglichkeit, unendlich viele Leben zu durchleben. Unendlich viele geistige Welten in deinem Kopf zu bereisen. Das ist alles in dir drin und ich betone nochmal, wir machen hier keine Science Fiction, das ist jetzt hundertprozentig sicher der Hintergrund deines Daseins. Von dem will deine Welt nichts wissen, weil die Gedanken, die du denkst, Welt, was ist Welt? W-E-L-D, ein doppelt aufgespanntes Brandopfer, ein polarer Rand, den du von Augenblick als Schinnopfer, als Schöpfer musst du deinen eigenen Körper von Augenblick zu Augenblick opfern, um einen neuen Körper wiederzukriegen. Wenn du ein Meister des ewigen Lebens geworden bist, ja, dann wirst du von Augen, von Beckenblick zu Beckenblick in dieser riesen Kristallstruktur, das führe ich jetzt in den Kristall des Tetraederspiels, wirst du von Augenblick zu Augenblick SD erben. Raumzeitliche Erscheinungen sind erweckte polare Existenzen. Du wirst von Augenblick zu Augenblick sterben und in deiner Welt, zwangs in deiner Traumwelt, von Augenblick zu Augenblick in einen neuen Körper wiedergeboren. Und jetzt frag dich einmal, was das Wort Holofeeling bedeutet. Ja. Das Gefühl, jeder Moment zu sein, Augenblick zu sein, jeder Gedanke, den du denkst, ist eine Körperzelle. Ich nenne es einmal so in Bezug auf deine ausgedachte Biologie des Körpers. Deines geistigen Körpers. Und wenn du irgendwas nicht haben willst, mein Beispiel, ich wiederhole immer dieselben Beispiele, weil du die Metapher nicht verstehst. Ich mag es nochmal, du denkst dir symbolisches Internet und einen Trockennasen auf dem Körper, biologisch gesehen. Das Internet besteht aus Milliarden von Internetseiten und der Körper besteht aus unendlich vielen Zellen, die Kollektionen bilden, die du dann Muskeln nennst, die du Nieren nennst, die du Leber nennst, die du Herz nennst, die du Blut nennst, die du Darmzoten nennst, egal was. Das sind die Facetten vom Körper und die Facetten des Internets. Was passiert jetzt, wenn du irgendeine dieser Facetten von dem heiligen Ganzen wegnimmst? Was passiert, wenn du sagst, ich will keinen Darm mehr in mir drin haben, mit der ganzen Scheiße will ich nichts mehr zu tun haben? Dann wirst du als Trockennasenaffen sterbenskrank sein. Du kannst auch dein Gehirn rausmachen, dann hast du weniger Probleme, sage ich. Interessant ist, aber Riesenprobleme hast du, wenn du keinen Arschloch mehr hast. Es ist übrigens gleichgültig, ob das jetzt ganz weg ist, ob das zu ist oder immer offen ist. In beiden Fällen hast du ein Problem. Das ist wieder bei der Einseitigkeit. Wir sagen, es ist offen, ist gesund und es ist zu, ist krank. Du wirst in beiden Fällen leiden, ob ich dir jetzt deinen Arschloch zunähe oder ob das ständig offen ist. Stimmt oder stimmt? Passt. Das heißt, du darfst nichts an dem normalen heiligen Körper, so wie du den jetzt ganzheitlich ausdenkst, darfst du verändern oder weglassen, weil dann ist es nicht mehr heil. Und dasselbe passiert jetzt mit dem Internet. Und jetzt schau, was in deiner Traumwelt symbolisch passiert. Es wird nur noch verboten. Ja. Da wird dir laufend erzählt, dass du frei bist. Wenn du jetzt nicht geimpft bist in diesen Schwachsinn, du hast dann Judenstand. Aber keiner wagt, natürlich zwingt dir keine eine Impfung auf. Cut! Jetzt bitte nicht glauben, dass da außen irgendwelche Illuminaten sind, die können wir uns jetzt ausdenken, es geht um was anderes. Wenn wir in diese Schiene uns mit Hirnwichserei reindenken, wird dir klar sein, da geht es um Milliarden und Abermilliarden von Leuten, die Geld anbieten, die gehen über Leichen. Aber das denken wir uns jetzt bloß. Ja. Die, die wir uns denken, können sich nicht raussuchen, dass die jetzt von uns gedacht werden.
Ja. Das ist so ein wichtiger Satz. Ja. Begreif doch endlich, wenn du eine Zeitung liest, aufgrund von Worten denkst du dir was aus. Wie oft soll ich das noch wiederholen, wenn du Geist bist? Und dann regst du dich über die Gedanken, die du aus den Worten machst, diese Vorstellungen regst du dich auf. Und du entgeistigst dich doch, weil du gar nicht mitkriegst, dass du die doch jetzt gerade im Moment so erschaffen hast. Das ist, ich nehme alle Schuld auf mich. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist, was du niemals einem Gedanken, sprich einem Menschen, einem Affen erklären kannst. Also wenn du jetzt unter Menschen bist, dann sag zuerst auf der Brüsselebene, wir müssen, bevor wir uns unterhalten, sagst du mal erklären, was bist du? Bist du Geist oder ein geistloser Affe, der alles nachhilft? Und dann schaust du, was er dafür eine Antwort gibt. Und wenn er sagt, er ist ein Affe, wenn er das behauptet, dann dreh dich einfach rum und lass ihn in dir reinfallen. Den kannst du eh nichts erklären. Und wenn er behauptet, er ist ein Geist, dann schau, ob er wirklich ein Geist ist, dann ist er nämlich allumfassende Liebe. Wenn es nicht der Fall ist, ist er dann doch ein Affe. Der will bloß kein Affe sein, obwohl er versucht, diesen Affenkörper möglichst lange am Leben zu halten. Das sind doch all die, die mit ihren Masken, mit ihren Ängsten, die auf Drohungen reinfallen. Das ist doch der Spitze seit Menschengedenken. Die ganzen Kirchen leben doch nur der Ablasshandel. Das personifizierte Böse in deiner Welt sind einseitig ausgerichtete Religionen. Da ist noch nie um was anderes gegangen wie um Macht in der ganzen Märchengeschichte deiner angeblichen Vergangenheit auf einer Erdkugel oder an einer Scheibe, wenn wir weiter zurückgehen. Es ist immer nur um Macht gegangen und um die Macht um das Sklaven. Du bist ein Sklave, Neo. Du bist Neo. Du bist der Neue. Steig in meinen Bus ein. Schau das vorherige Update an. Ich führe dich in eine himmlische Welt. Busreisen auf höchstem Niveau. Aber da können nur Highlights ein. Geistesfunk einsteigen. Du wirst irgendwann einmal merken, das größte Geschenk, das dir das Leben jemals gegeben hat, ist Holo Philipp. Aber du musst es verstehen. Wir haben unsere Führerscheinprüfungsbogen, weil die Theorie, und wir haben die Praxis. Du musst es auch leben. Das erfordert sehr, sehr viel Mut. Solange du ein leichtes, dahinplätscherndes Leben hast, geht es. Wenn das Leben dann loslassen fordert, egal vor was, in erster Linie von diesen einseitig ausgelegten Denken. Und du merkst selbst solche Urgesteine im Holo Philipp wie das Fetting. Gleichgültig, ob du jetzt die Margot bist, der Peter bist. Sobald hier der Druck größer wird, wie das Ego dich manipuliert und alles geht in die Vergessenheit. Ich sage, wir haben jetzt noch die zwei Seiten hier mit Margot und Peter. Und dann kommt dieses ganze Jahr und jetzt bin ich so oft operiert worden und die Stellen, die operiert sind, gehen ja einigermaßen, aber die anderen tun besonders weh. Ich sage, wer erklärt dir das jetzt? Ist alles unheimlich logisch, aber nicht besonders geistreich. Es ändert nichts, dass du das Wort Sympathie, Empathie und Apathie nicht verstanden hast und nicht für voll nimmst, wenn wir es ganzheitlich auslegen. Und was passiert, wenn man dann wirklich loslässt? Da könnte ich jetzt zum Fetting sagen, da unterhältst du dich jetzt mit der Helene. Oder auch in Ansätzen mit der Marion vom Robby. Und da wirst du merken, das Leben fordert immer wieder Tests, wenn es dir jetzt gut geht und so weiter. Ja, das plätschert so und dann wartest du auf Wunder. Das große Problem ist, erwartest du wirklich, dass in der Zukunft was besser wird? Dann hast du das hier und jetzt nicht verstanden. Da kann der Udo tausendmal sagen, du kannst jetzt, wenn du jetzt an deinen Körper denkst, du bist nicht in der Lage, in 1-2 Minuten aufzustehen. Du hast nicht verstanden, dass das, was ist, immer jetzt ist. Du musst komplett unbewusstes, chronologisches Denken überwunden haben. Egal, wo du dir räumlich oder zeitlich was hindenkst, es ist hier und jetzt deine eigene Information, es ist dein Körper, der sich von Augenblick zu Augenblick, von Gedanke zu Gedanke, von Blickwinkel zu Blickwinkel ständig umformt, ohne dass sich an dir selbst irgendwas verändert. Du bist immer derselbe Geist. Die 200 Gramm rote Niere. Und das Leid entsteht, weil du Einseitigkeiten anstrebst. Dadurch vergisst du, was du bist. Dieses Ich will und ich will nicht. Es ist richtig und es ist verkehrt. Diese einfachen Sachen mit Hell und Dunkel. Wenn du dich in die Synthese erhebst, dann wirst du nie mehr sagen, dass Hell und Dunkel sich abwechseln. Sondern du siehst immer nur eine Seite und die andere Seite ist trotzdem da, weil du jetzt die Mitte bist, diesen zwei, dieser Blickrichtungen.
Ich weiß, es wird jetzt komplex, aber ich bin da wirklich reichlich einfach drauf eingegangen, wobei es nichts an der Tatsache ändert. Ich bin nicht einmal Gottes in der Lage, einer Basic-Logik zu erklären, was Windows ist. Weil wenn ich dir was erkläre, muss ich in deiner Sprache sprechen. Das heißt, wir reden jetzt definitiv auf den Strukturen von Basic. Ich habe früher mal wieder gesagt, wir reizen dein Basic-Logik aus. Weil ich will ja, dass dir das logisch erscheint, dazu muss ich Basic reden. Und das Erste, was ich sage, wenn ich Windows... kann da nicht lesen. Das heißt, solange du mich verstehst, auch wenn du das noch einseitig auslegst, rede ich schon in deiner Logik. Und ich weise dich immer wieder darauf hin, dass ein Gegenteil noch im Hintergrund ist. Und es geht nicht von der einen Seite von krank nach gesund zu wechseln, von der Dunkelheit in die Helligkeit zu wechseln. Es geht um diese Mitte, aus dem diese Perspektiven entspringen, wo du immer nur eine Seite anschaust. Dein Leid entsteht, weil du gesund sein willst, was zwangsläufig heißt, dass du nicht krank sein willst. Also konzentriere dich darauf, heil sein zu wollen. Und das bist du in dem Moment, wo du einfach schaust, was in dir sich abspielt. Deine Informationen sind nicht wahrgenommen, deine Interpretationen, deine einseitigen Währungen. Du wirst der, der das vollkommen wertfrei beobachtet, ohne dass du in irgendeiner Form was anderes haben willst, wie es ist. Dann lernst du das einverstanden sein. Ich will auch deine Wertungen nicht verändern. Wir vervollkommnen die. Wir denken uns die Seiten dazu, die noch fehlen, als Beobachter. Wenn du den Buchstaben H siehst, sehe ich das Wort Haus. Aber bei dir ist AUS, ist aus. Das ist für dich nicht da, weil für dich ja nur das H wichtig ist. Ich sehe aber das Wort Haus. Und in dem Moment, wo du das Wort Haus siehst, sehe ich den Satz, du bist das Haus Gottes, in dem ich jetzt wohne. Ich sehe dann den ganzen Satz. Was siehst du, wenn du eine Seite anschaust? Eine Seite mit vielen Worten, da legst du aber die Worte nicht aus. Die sind alle gleichzeitig da, bis du zum Lesen anfängst. Bis du aus den Worten Geräusche machst, dann wirst du feststellen, dass jedes einzelne Wort, das du jetzt im Gedanken zu einem Geräusch machst, jetzt ist. Das Geräusch ist jetzt. So wie du diese Worte, jedes Wort jetzt hörst. Und jetzt weise ich darauf hin, dass aber was auf einer Zeile die Worte sind, sind in einem Wort die einzelnen Buchstaben. Dass jetzt, wenn du ein Wort aussprichst, so ein Geräusch machst, das genau genommen nur ein noch feineres Geflacker ist. Was-i-er-me-lo-ne. Jetzt könnte ich das wieder gespreizt schreiben, sind die Buchstaben genauso wie die Worte und dann die Seiten im Buch. Und du merkst, es ist ein Riesenkomplex der absoluten Gleichzeitigkeit. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Keine esoterische Spinnerei. Geistlos nachgeäfft und trotzdem immer materialistisch gedacht. Diese vielen Sackgassen, wo wir drauf eingegangen sind, mit Lichtnahrung essen. Ich ernähre mich ja von Licht. Ich. Geistlos nachgeäfftes Zeug. Die Jesus, wenn ich sage, wieso fressen ihre Müsli-Scheiße rein, dass nichts an ihren heiligen Körper hinkommt. Aber wir sind ja bloß Geist. Wieso isst du dann so gezielt nur gesund Bio? Aber was ist es, wenn alles jetzt ist? Wo ist der Unterschied, wenn jetzt eine Tomate in dir auftaucht? Wer erschafft eigentlich mit seinem Intellekt die Vergangenheit dieser Tomate, dass die irgendwann einmal in der Vergangenheit gepflanzt wurde und dann normal angebaut oder nur mit heiligem Wasser gegossen? Zweimal am Tag gestreichelt. Eine Biotomate. Eine Tomate ist eine Tomate, alles andere ist Interpretation von einer Erscheinung aufgrund von Wissen, das du dir ausdenkst. Du erschaffst die Vergangenheit, wo kommt die Tomate eigentlich her, die jetzt in dir auftaucht? Das ist so, ja. Wo kommt die Maus her? Was löst das Wort Maus in dir aus? Löst das Wort Maus, wo wir kann. Wenn jetzt die Tür aufgeht und meine Maus kommt heim, die kommt aus mir. Ich erschaffe die mir. Ich habe die beste Frau der Welt. Immer dran denken, die Frau. Das ist es doppelt aufgespannt. Die Frau, das Fragebogen. Wir landen wieder bei unseren Stecken. Da ist Physik im Hintergrund. Die kommt aus mir. Wieso habe ich die beste Frau der Welt als Brüsseluder? Nur wenn ich es mir doch so ausdenken kann, wie ich es haben will. Kannst du das auch schon? Das liegt bei der Margot noch in Argen. Die kann sagen, die hat den besten Peter, den besten Mann der Welt. Aber wieso denkst du ihr denn dann so fehlerhaft aus? Ja. Was ist das?
Fehler, was ist dran schuld? Kann der Peter, den du dir ausdenkst, in deinem Traum sich raussuchen, dass er so ist, wie er von dir gedacht wird? Das klingt jetzt lustig, das ist ganz tief, was ich dir jetzt sage. Was ist dran schuld? Ich weiß, der Song ein extrem fehlerhaftes Programm. Du bist ein gesunden Peter. Den schönsten und den besten Peter, den hast du ja schon, aber der sollte auch gesund sein. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass das Wort schön das Gegenteil von hässlich ist und dass das Wort gesund das Gegenteil von krank ist und das Wort beste das Gegenteil von schlecht ist? Mhm. Dass er noch nicht vollkommen ist und heilig ist, der Peter, den du dir ausdenkst? Weil du ihn dir einseitig ausdenkst? Es ist ein vollkommen neues Ding. Holofeeling ist ein riesengroßer Heilungsprozess. Ja. Ein geistiger Heilungsprozess. Oh ja. Der an den Figuren in deinem Traum vollkommen unerkannt vorbeirauschen wird. Mhm. Der ist nur interessant für den, der träumt. Mhm. Und wenn das in dir installiert wird, wirst du immer mehr Brüssel in dir auftauchen, sehen, natürlich immer nur hier und jetzt, du musst der Erste sein. Du musst ich sein, du musst der Erste sein. Und die Masse wird es nie, breit ist der Weg der Masse in die Verderbnis. Lass die Toten ihre Toten begraben. Ich erkläre seit jetzt ausgedachten 2000 Jahren nichts anderes. In unendlich vielen Sachen. Ich habe gesagt, ich bin Sacha Ma. Das ist übrigens sehr interessant, wenn man dieses der Heilige, der Mane, der Geist ist E Quadrat R. Das ist GER, wenn ich das immer mache. Der Geist, diese Synthese, diese drei, Heiliger Geist, Gott Vater, Gott Sohn, das bin Jotzia, Itzia, bin ich und du. Das ist Ger, M-A-I-N, vom nicht existierenden absoluten UB. Mhm. Das bedeutet Sorschema. Ich hoffe, du konntest die Gedankengänge mitgeben. Und jetzt das Schönste, was dir passieren kann, ist, dass ich dir Geist erkläre, dass ich eigentlich du bin. Ich bin doch nicht dieser Gedanke Udo oder der Gedanke Margot oder der Gedanke, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Dann brichst du mein erstes Gebot. Religiosität, die Rückbindung an ein Urwissen. Hat nichts mit der Spinnerei zu tun, dass diese Affen in deinem Traum geistlos nachhelfen. Sich hündisch unterwerfen in Religionen, in einem Papst, wo du nachweislich, wenn du jetzt in den jetzt ausgedachten Märchengeschichtsbüchern zurückgehst, so unendlich viel Leid über die Menschheit gebracht hat. Von Inquisition und Folter bis zum heutigen Tag, wenn du hinter die Fassaden des Vatikan schaust. Und das gilt auch für jede muslimische Strömung. Schau dir doch zurück ins Mittelalter, die Taliban, die du dir jetzt ausdenkst. Mhm. Die Frauen müssen verschleiert und weggespart werden. Und alles wird erklärt mit einem heiligen Buch, in dem was ganz was anderes drinsteht, wenn wir das auslegen, wenn wir es ganzheitlich auslegen, auch der Koran. Mhm. Ich verweise auf das eine Selbstgespräch, es sind auch die Bücher, wo ich nur eine einzige Sure bisschen, ganz leicht oberflächlich erkläre, von den ganzen Upanishaden und Udanas und den ganzen heiligen Schriften will ich gar nicht drauf eingehen. Und das Wertvollste sind auch deine Physik- und Chemiebücher. Ich sage nur H2O. Das Hydrogenium, Udor, von Udos, von Wasser, Udos Bewusstsein. Es sind immer zwei Wahrnehmungen, die um sich herumkreisen. Auf ein symbolisches, märchenhaftes Science-Fiction-Märchen spielt, das ist das Spiel zwischen der Sonne in der Mitte, zwischen der Erde, dem erweckten Wissen und dem Vulkan, wo der Mr. Spock herkommt. Den man von der Erde in diesen Science-Fiction-Kosmos nicht sieht, weil die nämlich synchron sich umdrehen, das sind die H2O, um die Sonne und sich gegenseitig nicht erreichen. Das eine ist das reine Gefühl der Mensch und das andere ist der reine Intellekt, das ist der Mr. Spock, die Vulkanier. Mhm. Mhm. Aber was ist wieder ein Vulkan? Das ist Namen, Nomen ist Omen, ist eine Tiefe, die du immer mehr erahnen wirst, wenn du dich damit beschäftigst. Das ist die Theorie. Da könnte ich jetzt meinen Bröseln, den Feddings, egal ob das Margot-Programm oder das Beto-Programm nehmen, die studieren das intensivst in der Theorie seit einem viertelten Jahrhundert. Dieses viertelte Jahrhundert ist unheimlich wichtig, wenn ich das jetzt immer erwähne, das ist diese 25. Das ist unsere Hausnummer. Das ist unsere 1-4er-Struktur. Verweise ja, wenn du auf Anfang Weinreb, die Zahlenstruktur, die 1-4er-Struktur ist unheimlich wichtig. 1 plus 2 plus 3 plus 4, das gibt den kleinen Gott. Ja. Dann kannst du nochmal schauen, was in diesem System die 45 ergibt.
Und dann ist es so, dass 1 durch 4, wir brauchen ja immer den Kehrwert, kriegst du 0,25. 0 ist Gott. Und die 25 ist unsere Diagonale in unseren Hüben 3 und drüben 3. In unserem Pythagoras. Da steht schon 2, 5. Wurzel 5 plus 5 minus 5. HWH. 0 HWH. Seit 25 Jahren erkläre ich das. Das ist Theorie. Wie sieht es aus in der Praxis? Ich sage, du fährst in unserer Fahrschule auch schon Automatik. Wie war das nochmal? Die Mathematik, die Automatik. Das Autos ist dein Selbst, du selbst. Rot oder blau? Zwei Seiten. Matikos, Dummkopf, Kör. Also muss es blau sein. Die Mati, der Matikos ist der Dummkopf, der Tor. Der Blödmann. Du fährst Automatik. Automatisch. In der Fahrschule fährst du, aber du bestimmst noch nicht, wo du hinfährst. Du hast dich ja selber, hättest du dich ja in die Situation, in der du dich zurzeit befindest, die du dir ausdenkst, als Peter niemals hineingefahren. Du hast ja immer die guten Seiten, die Krankheit umschiffert. Das ist aber, das hätte ich doch in der Unfallkombinheit. Verstehst du das Prinzip? Versuch irgendwann einmal, dich jetzt zu konzentrieren. Zentrum, Stachel, Mittelpunkt, Kentron. Der Ochsenstachel zum Antreiben von Ochsen. Mhm. Was ist ein Ochse, was ist ein Bulle, was ist ein Stier? Wir wissen jetzt, Aleph ist der Stier. Das kann ich übrigens auch ein raumzeitliches Tier lesen. Mhm. Ja. Mhm. Was ist der Unterschied zwischen einem Bullen und zwischen einem Ochsen? Der eine ist kastriert und der andere nicht. Der eine ist ein Geber und der andere ist bloß ein Nachäffer. Kein Samenspender. Genau. Also ich behaupte ja mal, ich jetzt, du kannst jetzt das Ich raussuchen, ob das rot oder blau ist. Ich bin ein göttlicher Samenspender, ich befruchte dich jetzt. Mhm. Aber ja. Nur, wenn du dich befruchten lässt. Und zum Abschluss sage ich jetzt noch so schön, zu den Frauen, die mich eh niemals verstehen werden, mich kann nur der Geist verstehen, der jetzt die Rolle einer Frau spielt. Ich habe nicht das Bedürfnis, mit dir zu schlafen. Ich würde mir wünschen, dass du mit mir wach wirst. Geistig wach wirst. Und jetzt lassen wir es gut sein. Spielen wir noch eine Runde Stier.